Genau. The soulless stare of those people, those monsters. I can't believe they used to be human once. And are those crystals inside of them an infestation put inside of healthy people? Or is this some kind of new species that sprouted up, born and bred in this hellhole? Ich will es gar nicht wissen. Also er philosophiert gerade darüber, ob diese Berserker irgendeine neue Spezies sind. Oder was genau sie sein sollen. Ja, Silver Key und ein Superior Zapper. Okay, was packe ich weg? Ernsthaft, ich habe gerade nichts, was ich wegpacken könnte. Dann packen wir den Helm weg. Okay, Silver Key, ja? Ja, damit hätten wir den Teil. Geschafft. Das sieht doch verdächtig aus. Dass ich hier reinglotzen kann. Ja, ich kann halt immer noch nicht die Map öffnen. Vor allem, weil hier sonst nichts ist. Also hier ist irgendwo ein Knopf. Oder wieder irgendwo ein Ventil, was ich öffnen muss. So wie gerade eben das Giftgasventil. Ja, ich gucke mich hier jetzt gerade gut um, ob hier irgendwo ein Knopf versteckt ist. Vielleicht sogar hier irgendwo an den Stangen. Ich habe so das Gefühl, dass das... Ja, ich kann es auf der Karte nicht zeigen, weil die Karte halt nicht geht. Dass hier vielleicht ein Knopf versteckt ist, mit dem ich die Tür auf der anderen Seite vom Feuer öffnen kann. Also diese Tür hier. Au. Ich muss mich reparieren. Ansonsten hat das keinen Sinn. Hier aber kein Knopf, wollte ich gerade sagen. Der ist da drunter unter der Lampe versteckt gewesen. Und ein Secret. Hallo. Giant Snare. Tagesmax Integrity ist Bonus Damage. Damage to Organic. 0,3 Sekunden Attack-Zeit. Ich schmeiß zwar das Blade ungern raus, aber ich habe eine neue Nahkampfwaffe gefunden. Oh, so hätte ich auch jemanden töten können. Ich hätte es nicht mit der Flamme machen müssen. Okay.
Gut, da ist die Druckplatte. Jo. Komm ruhig. Ups. So. Viel speichern und vorsichtig sein. Wie weit kommst du? Bis dahin, okay. Okay. Das war die Sackgasse. Ich sterbe. Ja, okay. Ich sollte aufpassen. Und ich sterb wieder. Upp. Okay. Mal sehen, ob ich es mir jetzt verbaut habe. Nein. Das könnte jetzt gemein werden, wenn hier irgendwo sich Gegner rumtreiben. Okay. Genauso wie das hier, was? Aber ach so, das ist nur eine Feuerfalle. Das ist ein Krematorium, okay. Oh. Nein. Hi. Das ist jetzt auch nicht gut. Ja. Nö, das sieht jetzt aktiviert aus, aber ich will erstmal die andere Sache da zu Ende bringen. So. So.
Fahr den da über den Haufen. Dankeschön. Commando Shotgun. Nicht so wirklich, aber Marcus ist returning. Marcus is returning. I cannot let him enter the Arcs. The Bureau will have sent an elite commander unit along with him for sure. I want to remove him from our life. Neither Sophie nor I need him. Our place is here, in the tower. His place is at the bottom of the sea. Okay, Laura hat uns eine Falle gestellt. I know what happened to me now. Now I ended up washed up on that rock. It was my own wife that did it to me. Das, was von ihr übrig ist, jedenfalls. So. Den Stein können wir wieder mitnehmen, weil wir können hier jetzt ganz smooth rausgehen. Und hier drin sterben. Das habe ich jetzt aber gemacht, oder? Das sehen wir ja gleich. Marcus ist returning, ja. Okay, das hatten wir also hinter uns. Das ist nicht so gut. Oh, da bin ich wieder hier. So, tritt drauf. Und verbrenn dich selber, genau. In der Dekontaminationskammer. Und ich glaube, ich bin hier dann raus. Ja, ich bin raus. Gott sei Dank. So. Anziehen. Unity, hierher. Schuhe. Handschuhe. Helm. Pistole. Veteran Suit. Ach ja. Drainer und Servo Booster. Und wir sehen halt wirklich nicht, was da drin war. Wir können jetzt aber den Maschinenraum öffnen. Und uns das Gebiet ansehen. Was sagt die Statistik? Melee Hits, Ranged Hits. Einzig wird fehlt noch, und es fehlen noch 16 Notes. Wird ja langsam. Elevator Machine Room.
Warum habe ich nur so das komische Gefühl, dass hier irgendwas Böses passieren könnte? Und dass hier irgendwo noch ein Secret versteckt sein könnte. Also ja, da drin habe ich ein Secret gefunden in dieser Chamber of Doom. Aber ob hier vielleicht noch eins ist, sollte ich mal kurz mich umgucken. Ob hier irgendwas nach einem Knopf aussieht, tut's aber nicht. Hier sind zwei Hebel. Ah, da sind zwei Ventile. Das da ist Gold Key. Okay, ich habe so das Gefühl, dass wenn ich die beiden Hebel ziehe, die Tür zugeht, irgendein böser Gegner spawnt, den ich töten muss. Hä? Ich habe doch von hier aus zwei Ventile gesehen. Ja. Die kann ich aber nicht betätigen. Na, schade. Oder kann ich sie jetzt gerade nicht betätigen? Oh! Oh oh! Oh Gott! Feuer und Eis? Sehr originell. Oh! Au! Ja, dass Hans wieder mal pisst auf uns ist, war klar. Okay, Eisschild. Jo, ich kann Hans aber Energie entziehen. Das geht ja jetzt noch einigermaßen. Waller Taumaturg, aha. Au. Ja, Hans kann böse sein. Kann Hans aber auch noch ausmanövrieren. Hm. Okay, das war der Hebel hier. Regenerieren wir mal ein bisschen Energie. The power to the elevator should now be restored. Oh shit. Hans Bruder, Franz ist da. Oh. Und das andere Viech ist enraged. Ja, komm her, Franz. Ups. Okay. Den Hebel habe ich betätigt. Ich wollte nicht auf R drücken. The power to the elevator should now be restored. Okay. Leben absaugen. Hi Franz.